Junge, 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 was ist denn das für eine große Pyramide? Und da entsteht noch eine zweite und da hinten tut sich auch noch mal wieder was. Junge, 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 Junge. Das hört ja gar nicht mehr auf mit den ganzen Fabriken hier. Was soll denn das? Hoffentlich fängt sich mein Computer da noch. Hilfe! Habe die Ehre, eine neue User-Map. Junge, Junge, ihr habt ja mal die letzten Tage ja richtig viele Maps geschickt. Das ist ja brutal. Da muss ich mir noch durch alles durchgucken. Um was geht's jetzt hier drum in diesem Video? Wir gucken uns User Maps an. Dieses Jahr in der zweiten Staffel sogar schon einmal mit normalen Singleplayer Maps und Multiplayer Maps. Welche Mods erlaubt sind und welche nicht ich gerne sehen möchte, das steht alles in dem ersten Video. Darüber rede ich alles in dem ersten Video, was in der Playlist drin ist. Da gerne nochmal reingucken, falls da noch Fragen sind. Unten in der Beschreibung habe ich auf jeden Fall das Google-Form reingetan. Das bitte natürlich ausfüllen. Karte hinschicken. Chaos freut sich natürlich jedes Mal über eine Karte zum Angucken. Dieses Mal wird es ein bisschen anders sein als die paar Mal davor, weil dieses Mal wird das eine echte Reaction, also echt in Anführungsstrichen. Ich habe mir diese Map noch nicht angesehen. Das Ganze passiert jetzt auch nicht, während ich online auf Twitch bin. Das hat sich ja jetzt leider geändert die letzte Zeit. Deshalb jetzt offline das Ganze und eine tatsächlich echte Reaktion von mir. Ich gucke mir die Maps vorher nicht an, zumindest habe ich das vor. Nur so mal ganz grob drüber gucken, ob da genug draufsteht und so weiter. Da gerne natürlich immer kräftig einreichen. Ich schaue mir, wie gesagt, alles an. Wir gucken uns in alter Manie jetzt erstmal ganz kurz grob die Karte von oben an und wir schauen, was die Zahlen sprechen. So, jetzt noch ein paar grundsätzliche Sachen. Der Leinhardt mit seinem Bruder hat das gemacht, diese Map. Haben das in mehreren tausenden Stunden. Die Map hat 4300 irgendwas Stunden. Also wie viel da jetzt drauf gespielt worden ist, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Weil es nur einfach, dass die Map online ist und da weiterläuft. Es mag ja nun nicht viel heißen. Aber wie gesagt, fast 4500 Stunden. Das Safe Game ist auch stattliche knappe 30 MB groß. Also da tut sich was. Man sieht es ja hier vielleicht schon. 227.000 Plattformen gesetzt, schon massiv. In der Info stand auch noch drin, er hat jetzt nicht so unbedingt auf den Schwimmbau geachtet. Aber es scheint sich alles groß zu sein. Wir gucken mal ganz kurz in die Statistik rein. 110.000 Wasser die Minute. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord. Wer weiß es noch, was die letzten Male da für eine Rekordzahl war. Also ich glaube, das ist jetzt definitiv ein neuer Rekord, was Wasserabbau geht. Dazu gerne unten in den Kommentar reinschreiben, wenn du weißt, ob das jetzt das Rekord war oder nicht. Ich muss selber noch ein bisschen rumsuchen und vielleicht, wenn ich noch Zeit habe, 110.000. Krass, 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 krass. Na, schauen mal weiter, ob es da irgendwo Großdaumen runter gibt. Da fehlt ein bisschen was vom Aluschrott. Nicht schlimm. Passiert, passiert, passiert. Uran. Spaltbares Uran. Gut, da hat man natürlich sowieso am liebsten eher ein bisschen weniger, weil man will es ja schreddern. Und besser, wenn ein bisschen mehr da ist, wenn da mal ein kurzer Überschuss kommt. Ist das nicht vielleicht schlecht, das ein bisschen mehr zu haben? Das sieht eigentlich auch alles... ummantelte Uranzelle, da fehlen 20, aber bei den Zahlen, ganz ehrlich. Okay, Polyharz, da haben wir auch ein bisschen zu wenig, ist aber auch kein Ding. So, jetzt schauen wir mal die Weltraumliftteile, ob wir die finden. Okay, nur eine Thermalrakete pro Minute, 1,5. Ah ja, aber das war ja auch nicht sein Ziel. Sie wollten ja maximal Rohstoffe abbauen in diesem Game. Und wie das jetzt aber dann ausschaut, da gucken wir jetzt gleich wieder rein. So, ich hoffe, das macht mein Computer mit. Schauen wir mal, wir werden wieder wie gewollt einfach nach oben durchstarten und gucken, was uns jetzt hier erwartet. Ein großes, großes Lager schon einmal. Hier so ein kleines Rondell, das habe ich schon gesehen. Das war das, was ich mir noch angeguckt habe. Aber dann meinte sich mein Computer auch irgendwie, oder das Spiel meinte dann irgendwie abzustürzen zu müssen. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall was los. Warte mal, da muss ich mal direkt mal reingucken, ob da unten auch noch irgendwas am Starter ist oder ob das bloß hier ist. Okay, da ist auf jeden Fall was los. Ich glaube, warte mal, ich glaube, ich mache noch mal ein bisschen den Tag ein bisschen voraus, dass das 8 Uhr ist. Genau, 8 Uhr, da haben wir noch eine schönere Tageszeit. Jo, das sieht ganz deutlich nach seinem Startgebiet, Starterbase. Ich baue alles und... Okay, da bleibt irgendwas auf der Strecke stehen. Was wird da gemacht? Ah ja, das ist dann auch schon für zukünftige Produktion, wurde hier schon mal vorgeplant.
Da werden Dinge hergestellt. Okay, Alugehäuse. Kühlkörper. Kühlkörper. Kühlkörper werden hier hergestellt. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Da hinten, da ist doch gleich was Interessantes. Da gleich mal hingucken. Ein Glastower. Was mag sich da drin wohl verbergen? Akkus natürlich. Ganz, ganz viele Akkus. Sehr, sehr, sehr viele Akkus. Und jetzt muss ich tatsächlich auch mal reingucken, wie viel... Das sieht aus. Das ist eine geile Ansicht. Daumen hoch auf jeden Fall. Das sieht auch mal schnuckelig aus. Aber was haben wir denn jetzt hier eigentlich an Strom? 705.000! Junge, was brauchst du so viel Strom mit deinem Bruder? Was da los? Ja, ein bisschen Akku haben wir auch. 644.000. Seriöse Zahl. Wirklich sehr seriöse Zahl. Und Konsum haben wir maximal 216. Also da ist noch. Da ist noch Luft nach oben, du. Wir gucken weiter. Ja, hätte ich jetzt... Wir haben uns das Startgebäude ja noch gar nicht von außen angeguckt. Das sieht nämlich auch ziemlich beeindruckend aus. Also diese große Glasfront. Klar, wenn du jetzt so weit bist, dann spiegelt sich natürlich das wieder. Aber so... nicht schlecht. Nicht schlecht. Also ich habe jetzt persönlich auch noch nie so mit so ganz riesengroßen Glasfronten gearbeitet. Aber hier tut sich definitiv seriös was. Okay, was haben wir hier? Wahrscheinlich Turbotreibstoff, so wie ich das Ganze sehe. Ja, genau, Turbotreibstoff läuft hier, mein Lieber. Oder meine Lieben. Also Naturschutz wurde hier nicht groß geschrieben. Definitiv nicht. Und hier nochmal die Todesgrenze abgebaut. Ich bin im Gottmodus, also da passiert schon mal nichts. Weil, habe ich jetzt extra im Voraus schon gemacht, wenn ein Atom auf der Map ist, dann strahlt das immer sehr gerne. Bitte? Wer baut denn so den Weihnachtsbaum hin? Hör mal! Was geht denn hier ab? Also Leinhard und dein Bruder? Junge. Also mit Großbau, also mit übertrieben Großbau, da. Krasser Scheiß doch. Uiuiuiui. Ist schon cool. Mal gucken, ob ich noch mehr solche geile Sachen finde. So, da taucht ja wieder was auf. Entweder Treibstoff oder Turbo. Eins von beiden. Was wird es werden? Treibstoff. Warum, wieso, weshalb? Aber sie wollten anscheinend hier wirklich ernsthaft einfach nur alles abbauen. Alles irgendwie in welche Maschinen reinstopfen. Ist okay. Die Aufgabe wurde definitiv bis zum gewissen Grad schon mal erfüllt. Ich hätte jetzt natürlich gucken müssen, wie viel sie Eisen da schon abbauen. Weil je nachdem kann man natürlich sagen, okay, da tut sich was. Ich glaube, man merkt es auch an den Rucklern. Da struggelt der Computer bzw. die Engine. So, was haben wir hier? Was ist denn das? Schau an, da haben sie ja auch so eine Art Cube hier gebaut. Genau, das ist sogar ein Blueprint. Okay. Was macht man da draus? Wieso, weshalb, was wird... schau an, da wird der billige Quarzsand draus. Läuft. Was haben wir hier drin? Als Dunkelkammer. Was wird denn dann gemacht? Eisenbahn 720 Max, Erz hier liefern. Okay. Ich weiß nicht, an was sie jetzt da motiviert waren, das jetzt hier in solche Cubes reinzustecken, aber an irgendwas erinnert es mich. Macht natürlich Sinn, auch das, was ich euch schon bei mir angeboten habe mit den Blueprints, mit den 4x4 Cubes, ist auf jeden Fall jetzt hier so ein Anwendungsszenario. Das kann man sich natürlich dann auch, je nachdem, wie man sich die Zahlen legt, da natürlich schön auch mit den Förderbändern und mit der Fördergeschwindigkeit natürlich gut austarieren. Wir gucken weiter. Da ist mir gerade untergekommen. Ich sehe da einen leichten Zug. Einen kürzeren. Wann hört er denn endlich auf? Na, voll beladen ist er nicht, aber da rührt sich was. Also ich muss zugeben, ich bin tatsächlich erstaunt. Habe jetzt gerade nochmal ein Video gefragt. 44, 50 FPS in so einer Riesenwelt. Also hier stehen auf jeden Fall nicht sehr viele Lichter und nicht sehr viele Tafeln rum. Man merkt, das Spiel hat deutlich weniger zu tun damit. Und FPS kommt natürlich raus. Also da ist natürlich sehr drauf geachtet worden.
Also hier waren wir definitiv irgendwann mal in Ägypten gewesen. Junge, 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 was ist denn das für eine große Pyramide? Und da entsteht noch eine zweite und da hinten tut sich auch noch mal wieder was. Junge, 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 ich hab da reingeguckt. Lohnt sich nicht zum Reingucken, aber allein diese, das ist einfach nur groß. Das ist einfach nur riesen, 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 riesengroß. Krass. Aber da ist ja noch was. Das ist jetzt, ist die, kommt die mir flacher vor? Ich glaube, die kommt mir flacher vor. Ja, ich glaube, ja, das ist die, das sind die acht, nee, doch. Das ist die gleiche Höhe. Huh? Nee, das ist 8 Meter, das ist 4 Meter. Das ist 4 Meter ist natürlich ein bisschen steiler. Oder? Oh, ich habe keine Ahnung. Ach nee, Schmarrn, das ist noch. Das ist weder im Bau noch fertig. Das ist einfach so offen. Mit Bahnhöfen und so. Okay, haben sie da auch eigentlich Zwischenspeicher? Nee, das sind keine Zwischenspeicher drin. Junge, 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 Junge. Das hört ja gar nicht mehr auf mit den ganzen Fabriken hier. Was soll denn das? Aber wie viele sind? Wie viele wollen sie? Ja. Ja war die Antwort. Okay, da haben wir auch Licht. Warte mal, das will er gleich mal sehen, ob das auch in der Nacht funktioniert. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen zu hell, aber die Herrschaften hatten vielleicht kein Lumen an oder sie wollten es einfach so hell. Brrr. Aber man merkt... Halleluja, da rührt sich was mit den FPS. Also merke, Licht, schwierig. Und vor allem hier ist sowieso sehr viel los. Da hier anscheinend, ach so, das wird irgendwie so, ist da, kann das sein, dass das so ein Handlager ist mit den Geschichten hier? Oder ist es wurscht, was es ist. Es ist groß, es ist viel. Und jetzt gucken wir uns natürlich wieder Highlight Atom an. Also ich bin gespannt, ich habe es mir nicht angeguckt. Menschenskinder, ruckelt das. Alter, wie das Ganze massiv hier reingeladen wird. Guck dir mal diese seriöse Größe an. Wie viel auch immer hier rumsteht. Es ist viel, es ist groß, es ist massig und es scheint auch ziemlich gut zu funktionieren. Die Schwankungen im Stromnetz sind ja tatsächlich eher geringerer Natur. Und wieso haben wir jetzt hier so ein Riesenlager? Tun die nicht entsorgen? Was da los? Mal gleich mal reingucken. Nee, da wird schon entsorgt. Und da wird anscheinend irgendwas zwischengelagert. Und da haben wir nochmal... Weil ja die Akkus ja nicht gelangt haben, da muss natürlich hier nochmal mehr Akku drin sein. Hoffentlich fängt sich mein Computer da noch. Hilfe! Leider hat es das Spiel total zerrissen gehabt. Leider. Also in die Akkus da hinten, da werde ich nicht mehr so schnell reingucken. Das ist ein bisschen zu heftig. Und hier die ganzen Atomkraftwerke. Und dazu gehöre ich dann natürlich unten der ganze Strom. Warte mal, oh Gottes Willen, da ist eins nicht angeschlossen. Ich sehe schon den Fehler. Da ist einmal zu schnell gemacht worden. Kommt denn das Licht hier? Was ist das für ein Licht hier? Hm? Ach so, das ist der... Was, der leuchtet da unten durch? Ist mir ja noch nie aufgefallen. Hm. Wäre auf jeden Fall vielleicht mal so eine Baugestaltungsgeschichte, was man da vielleicht machen könnte. Alter, guck dir mal das an, das ist ja sehr heftig. Wo ist denn hier der Schredder bitte? Den Schredder, den möchte ich gleich mal sehen, wo der ist. Was für ein Punktemonster wir hier haben. 2791 Coupons auf Tasche. Also mir verschlägt es echt die Sprache bei der Karte. Junge, Junge, Junge. Leinhard und Bruder. Zwei echt Wahnsinnige, die kriegen einen Daumen von mir hoch. Boah, jetzt aber zur Nachbesprechung. Ja, hör mal. Was ist denn da los gewesen auf dieser Map? Alter, wie... Boah. Bitte jetzt an die, die jetzt nur eine kleine Map haben. Solche Maps sind tatsächlich irgendwo ein bisschen die Ausnahme. Es wird natürlich gerne auch sowas eingeschickt. Das ist auch kein Problem. Kleine Maps sind natürlich auch willkommen. Nicht zu vergessen, unten in die Beschreibung reingucken, da habe ich das Google-Form mit angeheftet und was natürlich alles beachtet werden muss. Aber diese Map, die hat's ja echt heftig abgeschossen. Junge, 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 das ist ja... Das ist vom anderen Planeten. Hat mir auf jeden Fall gefallen, auch mit diesem einen Absturz. Aber so einen Absturz hatte ich noch nie. Weißt du, in die Akkus rein, Absturz. Da waren echt zwei Wahnsinnige am Werk. Top. Und in diesem Sinne, wenn dir das gefallen hat,
oder was du jetzt von dieser Karte hältst, natürlich gerne unten in die Kommentare rein. Ganz dringend, der Chaos braucht da Feedback, ob euch solche Maps gefallen oder ob es mal wieder ein paar kleinere sein soll. Wie gesagt, ich habe die letzten Tage echt massiv was geschickt bekommen. Da natürlich nicht aufhören, gerne einschicken, wenn Fragen dazu sind. Natürlich auch gerne erstmal unten in den Kommentaren probieren. Wenn es ein bisschen dringlicher ist mit der Frage, ich schaue natürlich auch immer, dass ich so schnell wie möglich Fragen beantworte. Gerne dazu auch in Discord kommen. Da unten ist auch der Link drin. Da gerne joinen, dort in den Public Chats bzw. in den Satisfactory Unterordner reingehen, dort Fragen stellen, können gerne beantwortet werden. Und damit sind wir schon auch wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, ich bin der Chaos, da bin ich daheim, bleibt definitiv und wir sehen uns dann auf der nächsten Map wieder. Bis dahin.